Herzlich willkommen bei inpixels.net. Wir sind heute hier zum zweiten Teil der Serie zur DS214 Play, Synology's Multimedia-Festplatte, die eben dafür gedacht ist, dass man Videos an mobile Endgeräte und auch andere Endgeräte, wie zum Beispiel Fernseher, weiterleiten kann. Wie funktioniert das Ganze? Was ist Transcoding eigentlich? Transcoding bedeutet das Umschreiben einer Datei von einem Format ins andere. Wir haben hier mehrere Geräte. Wir haben zum Beispiel ein iPhone, wir haben ein Samsung Android-Telefon und wir haben ein iPad. Diese Geräte haben unterschiedliche Möglichkeiten, Dateien wiederzugeben. Android hat naturgemäß mehr Möglichkeiten, die iOS-Geräte haben weniger Möglichkeiten. Transcoding bedeutet nun zum Beispiel, dass MKVs, Dateien, die vom Android-Telefon wiedergegeben werden können, aber vom iOS-Gerät nicht ohne weiteres in ein Format umgeschrieben werden, sodass sie vom iOS-Gerät erkannt werden können. Und genau diese Funktion hat die neue DS214 Play. Und das werden wir uns jetzt anschauen mit den verschiedenen Geräten, mit den iOS-Geräten, mit Android sowie das Streaming zum Fernseher. So, zunächst schauen wir uns einmal an, wie wir auf der Synology Disk Station hier jetzt im DS-Video arbeiten. Wir haben hier die sogenannte Video Station, diese öffnen wir und wir sehen, wir haben jetzt ein Video hier drin. Dieses Video habe ich schon mal testweise draufgeladen. Hier kann man jetzt die Informationen zum Video sehen. Es handelt sich um ein MKV-Format mit dem H264 Videocodec. Der Audiocodec ist ein AAC. Hierbei sei gesagt, dass DTS-Ton leider Gottes nicht unterstützt wird im Transcoding. Das ist nur mit externen Programmen vom Endgerät lesbar. Dieser Transkodierungsprozess passiert in Echtzeit auf der Synology und das testen wir jetzt mal auf verschiedenen Geräten. Zunächst das iPhone. Hier haben wir das iPhone mit der DS Video App. In dieser DS Video App gehen wir einfach auf Wiedergeben. Er fragt mich jetzt, ob ich kann es sogar an der Stelle fortsetzen, wo ich zuletzt mal aufgehört habe. Aber ich möchte von Anfang anschauen und schon startet das Video im transkodierten Format. Das heißt, dieses iPhone hat keinen weiteren Player installiert, es funktioniert nativ. Als nächstes schauen wir uns das Ganze auf dem iPad an. Hier haben wir auch die DS Video App geöffnet. Als kleinen Hinweis, hier in Einstellungen kann man dann noch die Wiedergabequalität verändern. Wir können sie auf hoch, also Qualität zuerst, mittel oder niedrig, das bedeutet, dass möglichst wenig Bandbreite benutzt wird, oder eben auf automatisch stellen. Wir stellen sie zum Testzweck mal auf automatisch und öffnen das Video. Nein, ich gucke es am Anfang an. Und schon öffnet das Video auch auf dem iPad. Auf dem Android-Gerät, in diesem Fall einem Galaxy Note 2, funktioniert das Ganze natürlich ähnlich. Auch hier haben wir die Settings, in denen wir die Playback-Qualität, also die Wiedergabequalität, einstellen können, zugunsten von Qualität oder zugunsten von niedriger Bandbreite. Aber wir wollen uns das Video auch hier einmal anschauen, schauen, ob es funktioniert. Und auch hier öffnet sich das Video. Jetzt können wir das auch im Widescreen-Modus schauen. Also auch auf dem Android-Gerät funktioniert das Ganze. DS214 Play hat den Intel Atom CE5335-Chip integriert. Dieser ermöglicht Hardware-Encoding auf dem Chip und damit ist es möglich, mehrere Geräte gleichzeitig zu bedienen. Für eine Kaufentscheidung ist natürlich auch der Stromverbrauch wichtig. Der Stromverbrauch liegt bei der DS214 Play bei 28,7 Watt. Die vergleichbare DS713 Plus hat einen Stromverbrauch im Zugriff von 30,7 Watt. Interessant wird es gerade beim Ruhezustand. Dort hat die DS214 Play 11,5 Watt und die DS713 Plus 17,8. DS214 somit klar im Vorteil. Der Geräuschpegel ist auf gleichem Level mit anderen Intel Atom Synology Netzwerkspeichern. Er liegt bei 19,8 Dezibel, sehr angenehm und nicht viel zu laut. Die DS214 Play ist somit geeignet für Leute, die ihre Netzwerkspeicher haben möchten, um dort Videodateien zu lagern und um Videodateien an mobile Endgeräte zu streamen.
Das Ganze kommt jetzt zum Preis von 309,90 Euro plus natürlich die Festplatten und ist ab sofort verfügbar. Weitere Details wie Links zu den verwendeten Apps und unseren Artikel auf inpixels.net findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert uns bei YouTube, liked uns bei Facebook, dann habt ihr immer die neuesten Informationen.